Medikamententransporter muss besonders klein sein, soll er im menschlichen Körper Medikamente transportieren. Und er muss sich im menschlichen Körper selbstständig bewegen können, um sein Ziel, zum Beispiel einen Tumor, zu erreichen. Einem internationalen Forscherteam am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Stuttgart ist es gelungen, winzige und doch mobile Schwimmkörper zu konstruieren. Sie sollen in menschlichen Körperflüssigkeiten oder sogar in einzelnen Körperzellen eingesetzt werden. Das Besondere ist, dass das extrem kleine Strukturen sind. Die Strukturen sind manchmal nur wenige hundert Atome lang und die sind so klein, dass wir die durch biologisches Gewebe fahren können und extrem gut kontrollieren können. Dieser Mikroschwimmer bewegt sich durch einfache Ruderbewegungen in Körperflüssigkeiten vorwärts, nicht in Wasser. Körperflüssigkeiten sind besonders. Ihre Dichte ändert sich bei Bewegungen. Je schneller die Bewegung, desto dünnflüssiger ist Flüssigkeit und desto weniger Widerstand bietet sie. Wenn sich der Mikroschwimmer langsam öffnet und schnell schließt, kommt er in der Flüssigkeit voran. Noch winziger und deshalb vielversprechender für den praktischen Einsatz sind korkenzieherartige Nanoschrauben. Sie sind tausendmal kleiner als ein Haar. Alleine für die Herstellung dieser klitzekleinen Strukturen mussten die Wissenschaftler in Stuttgart ganz neue Wege beschreiten. Auf einer rotierenden Platte wachsen die kleinen Nanoschrauben. Deren Beweglichkeit ist nur noch im Mikroskop zu kontrollieren. Und tatsächlich bewegen sich die kleinen Nanopropeller in einem Magnetfeld vorwärts. Um den kleinen Propeller antreiben zu können, versehen ihn die Wissenschaftler stellenweise mit Metall. Also die Schraube selbst besteht aus Glas. Wir haben hier allerdings in der Struktur einen kleinen Teil Nickel eingebaut, der ist magnetisch. Und darüber können wir im Magnetfeld die Schraube zum Rotieren bringen, sodass sie sich, wie sich eben eine Schraube, die durch etwas durchbohrt, vorwärts bewegt. Die Schrauben sind so klein, dass man sie auch innerhalb einer Körperzelle einsetzen könnte. Noch geht das nicht. Der Einsatz im Gewebe ist wahrscheinlicher, zum Beispiel im Auge. Eine mögliche Anwendung kann sein, dass man die Nanopropeller vielleicht verwendet, um durch den Glaskörper sich zur Netzhaut zu bewegen. Wenn die Nanopropeller auch ein Medikament oder einen pharmazeutischen Wirkstoff mit sich bringen, kann man den dann lokal anbringen. Und das Schöne ist, dass man dann sozusagen im Rückwärtsgang sich auch wieder aus dem Glaskörper herausschrauben kann, minimalst invasiv. Minimaschinen, die sich selbstständig im Körper bewegen können, sind also nicht mehr Science-Fiction, sondern funktionieren bereits unter Laborbedingungen.